Hi, hier ist der Frank vom footblog-hamburg.de. Wir haben gestern so ein bisschen Hühnchen gehabt und haben ganz viel davon überbehalten. Jetzt habe ich das hier alles so liegen. Das werde ich jetzt alles vom Knochen lösen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich da draus ein Hühnchen-Kimchi machen will und dazu essen wir Reis. Das ist das, was wir uns jetzt gerade von unseren Hühnerknochen noch runtergeholt haben an Fleisch. Da war noch ein bisschen Soße mit bei. Das haben wir jetzt hier schon mal zusammen reingetan. Da tue ich jetzt noch ein bisschen Öl drauf und dann kann das gleich schon mal ein bisschen warm werden. Und in der Zwischenzeit werde ich mal eben schnell die Zwiebel klein schneiden. So, ich mache jetzt mir mal eben schnell meine Zwiebel klein. Und dann tue ich die damit schön zu. Ich werde die heute mal ein bisschen gröber lassen, die Zwiebel. Ich werde die nicht so super fein schneiden. Ich finde, bei diesem Essen, die Zwiebel ist da ja so ein bisschen Gemüse mit. Ich glaube, dann soll das halt auch richtig Gemüse, wie Gemüse halt auch da drin sein. Mal ein bisschen kräftiger das Ganze. Ich schneide die eben runter. So, jetzt, was machst du? Mal eben schnell noch zwei Chilis klein machen, weil es soll ja heute auch richtig scharf werden. Also mit Kernen und allem. Mal eine richtig Leistung haben. Alter, die sind so scharf. Alter, ich kann schon kaum noch gucken. So, Pfanne ist an, Fett ist drin. Das fängt jetzt hier gleich an zu köcheln. Ich habe meine Zwiebel schon mal klein geschnitten. Meine zwei Chilis sind auch schon klein. Die tue ich gleich hier zu. Dann werden wir das Ganze ein bisschen anbraten. Und dann werde ich mich an unsere Soße setzen. Zwischendurch wird Jajuk sich hinstellen und wird uns für einen schönen Reis vorbereiten. Den wir dann hinterher schön mit auf den Teller. Und dann gibt es das schön mit Reis. Mmh, lecker. Ja, glaube ich auch. So, dann tue ich jetzt schon mal meine Zwiebeln dazu und meine Chilis. Das muss jetzt auch noch alles ein bisschen anbraten, ein bisschen glasig werden. Und dann kommt mein Kimchi dazu. Wir haben uns gerade eine neue Pfanne gekauft, die hat so einen mega dicken Boden. Normalerweise sind wir ja hier mit Induktion unterwegs. Aber diese Pfanne mit der Steuerung, das ist nicht so wie sonst mit der dünnen Pfanne, sondern mit dem dünnen Boden, sondern das dauert jetzt alles erheblich länger. Ein bisschen nervig. So, jetzt haben wir das Ganze alles schön so ein bisschen angedünstet. Das Fleisch ist schön braun und so, wie es soll. Meine Zwiebeln sind schön glasig geworden. Mein Chili hat sich schön verteilt da drin. Ich habe mir bei meinem Asiaten meines Vertrauens wieder Kimchi gekauft. Ich werde demnächst auch selber noch mal irgendwann den Kimchi selber machen. Nur momentan bin ich noch nicht so weit. Und habe irgendwie tausend andere Ideen, die ich gerne noch umsetzen möchte. Deshalb habe ich jetzt erstmal noch mal wieder ein gekauftes. Das tun wir jetzt hier schön mit rein. Rösten das schön mit an. So, dann tue ich jetzt schön meine Carbonara-Soße dazu. Klasse. Und dann tue ich da jetzt schön noch Sahne drauf. So, was hast du jetzt gemacht? Sahne da rein. Nur Sahne da rein. Die werde ich jetzt runter reduzieren. Und dann muss ich, glaube ich, gleich mal ganz fürchterlich probieren, wie das denn schmeckt. Und wir setzen jetzt mal schnell unseren Reis an. Genau, dann mache ich jetzt, dann koche ich jetzt Reis. Ja, mach das mal. So, der Reis ist fertig. Unser Essen hier ist auch noch mal richtig schön heiß geworden. Sieht doch geil aus, oder? Ich finde das klasse. Schön Hähnchen, Kimchi, Chili da drin, nochmal extra Carbonara-Sahne. Mehr braucht man nicht. Kein Salz bitte, kein Pfeffer zusätzlich oder so. Alles an Würze ist da jetzt drin. So, Reis haben wir schon. Jetzt gibt es hier mal schön was von dem Fleisch mit dem Kimchi und der Soße. Schön hier über diesen Reis. Ah, geil. Das sieht richtig gut aus. Ja, finde ich auch.
So, meine Frau sagt, ich soll das jetzt mal probieren. Genau. Ich werde das jetzt mal probieren. Ein bisschen Reis, ein bisschen Kimchi. Ein bisschen mit Sicherheit mega heiß das Ganze. Wir haben eine neue Pfanne mit dem dicken Boden. Die brät immer noch einen halben Tag nach. Mhm. Oh. Und? Mhm. Geil. Mit dem Carbonara da drin. Der Speckgeschmack kommt da so ein bisschen. Das Kimchi ist klasse da. Und das Fleisch auch mit den Zwiebeln und so. Richtig geil. Eine schöne Soße dabei. Eine schöne Schärfe. Richtig geil. Also für Leute, die nicht ganz so scharf essen mögen, vielleicht auch nur eine von den Chilis. Ich glaube, das wird auch völlig ausreichen. Ich stehe hier so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augen. Ich glaube, das nächste Mal werde ich ja mit Sonnenbrille filmen, weil wir haben neue Scheinwerfer in der Küche stehen jetzt. Und die Dinger machen mega Helligkeit hier drin. Oder ich muss die mal ein bisschen runterdrehen. Also wir sind da noch so ein bisschen in der Übungsphase. Aber primär geht es ja bei uns hier um Essen und nicht um Licht. Sollte euch dieses Rezept gefallen haben, jetzt kommt die alte Leier wie immer, dann abonniert uns, gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt uns schön Kommentare, wenn ihr gerne wissen möchtet, was für Licht wir hier zum Beispiel verwenden oder irgendwelche anderen Technikfragen habt, schreibt es einfach mal unten rein. Ich beantworte gerne die Fragen, ich zeige es euch auch gerne, was wir haben und wie wir das hier aufgebaut haben. Ja, dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Video. Im nächsten Video werde ich Dashi machen und eine japanische Mayonnaise. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Wünschen euch ciao, ciao. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Ciao, ciao.